Liebe Freundinnen und liebe Freunde, wir werden auch aus Sachsen viel stärker in den neuen Bundestag einziehen. Und ich bin überzeugt, das werden wir in großer Vielfalt tun. In der Vielfalt der Themen, ebenso wie in der Vielfalt der Personen, die diese in jeweils eigener Art und Weise verkörpern. Und es braucht auch die Vielfalt der Regionen, die wir kennen und vertreten. Schnell vor Ort werden wir sein müssen, wenn wir gefragt und gefordert sind. Und das wird so sein, wenn wir uns anschicken, dieses Land in Richtung Zukunft, in Richtung wirklichen Klimaschutz zu verändern. Ich möchte gern Teil dieser Vielfalt sein und bewerbe mich mit Voten von 4 Kreisverbänden und der LAG Klima und Energie. Ich möchte heute mit euch die politische Reise dafür durch Sachsen beginnen und starte 20 Kilometer südlich von Leipzig. Vor etwas mehr als 4 Jahren hatte die Umweltbewegung zusammen mit uns Grünen zu einer symbolstarken Pflanzaktion in den Kirchgarten von Pödelwitz geladen. So haben wir dort Osterglocken gepflanzt, ein Beet als Andreaskreuz, als Zeichen des Widerstandes gegen das Abbaggern von Pödelwitz, als Zeichen für Klimaschutz. Es war schönes Wetter, die Stimmung war gut, auch die Medien waren da und trotzdem schien das alles irgendwie hoffnungslos. Die MIBAG zerstörte die Häuser, die Kohlebagger rückten an den Ort und gruben ihm das Wasser ab. Die MIBAG war entschlossen, nun auch noch dieses Dorf der Braunkohle zu opfern, entgegen jeder energiewirtschaftlichen Notwendigkeit. Doch was dann geschah, das war richtiger Aufbruch. 2018 war ich in Klimacamps im Rheinland, aber auch im Hambi und auch in Pödelwitz. 2019 dann unser grüner Wahlerfolg mit Katja und Wolfram und die Koalitionsgesprächen, mit denen wir Grüne es schwarz auf weiß hatten. Pödelwitz bleibt. Auch ich war Teil des Verhandlungserfolgs. Das, was ich jetzt kurz vor Ostern, als ich wieder in Pödelwitz war, spürte, war im Frühling 2021 wirklich wie Aufbruch zu neuem Leben. Mein Dank gilt an der Stelle zuallererst dem Bleibewilligen im Ort, um Jens Hausner, der immer so viel Zuversicht und Mut ausstrahlt. Dank aber auch an die große, lautstarke, junge Klimabewegung. Ohne euch wäre das nie möglich gewesen. Und liebe Freundinnen und Freunde, auch wir Grüne dürfen stolz sein auf diesen Etappensieg, den wir im Schulterschluss mit der Klimabewegung erreicht haben. Aber der Kohleausstieg ist erst geschafft, wenn wir mehr Sonne und Wind ernten können und für dreckigen Kohlestrom kein Dorf mehr weichen muss und kein großer Tagebau mehr aufgemacht werden soll, wie jetzt in Turow. Ganz konkret für den Ausbau der Erneuerbaren möchte ich mich einbringen. Denn es ist nötig, zur Einhaltung des 1,5 Grad Klimapfades von Paris die Kohlekraftwerke viel schneller abzuschalten, bis spätestens 2030. Zu sehen, was an Fortschritt in Sachsen schon passiert, setzen wir die Reise fort. Mit Bus und Bahn nach Südwestsachsen unterwegs stellen wir schnell fest, wie wichtig besserer Nah- und Fernverkehr sind. Von Pödelwitz bis Zwickau 70 Kilometer, 2 Stunden Fahrzeit, zweimal umsteigen, ist einfach nicht hinnehmbar. Und das beschreibt die Situation in viel zu vielen Teilen Sachsens, gerade im ländlichen Raum. Schüler machen mit dem Bus halbe Weltreisen bis zur nächsten Schule. Alte Menschen müssen das Taxi nehmen, um zum Arzt zu kommen. Das muss anders werden. Und es darf nicht so bleiben, dass in Südwest- und Ostsachsen jahrzehntelang kein Fernzug zu sehen ist. Auch wir sind hier gefordert als Grüne. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, angefangen in Südwestsachsen, in dem handwerklich, mittelständisch, industriell geprägten Raum, finden wir kräftigen technologischen Aufbruch. Innerhalb weniger Jahre wurde die Autoproduktion in Zwickau komplett auf Elektromobilität umgestellt. Im Jahr 2020 wurden 60% aller in Deutschland produzierten Elektromobile in Zwickau, Leipzig oder Dresden gebaut. Genauso beachte ich auch die Akkuproduktion in Kamenz mit jährlich 1,5 Millionen Einheiten. Und das ist Zukunft für Menschen im Land, für Familien, für Jung und Alt. Nein, liebe Freundinnen, elektrische Autos sind nicht die Lösung für unsere Verkehrsprobleme, aber wohl ein Baustein dazu. Denn sie können mit Effizienz, Chancen fürs Carsharing und bewussterem Nutzungsverhalten zum Gelingen der Verkehrs- und Energiewende beitragen. Auf jeden Fall ist es aber ein Zeichen, dass Veränderung gelingt. Ein wichtiges Zeichen für alle, die noch zögerlich sind. Und ein wichtiges Zeichen gegen Antidemokraten, die mit Veränderungsangst Menschen für ihre kruden Ziele missbrauchen. Und auch da weiß ich von Plauen über Schneeberg bis Chemnitz und Leisnig sehr wohl, wovon ich rede. Aber zurück zur Innovation. Denn hoffnungsvoll ist auch die in Dresden, Hohenstein, Ernsthal und Chemnitz Fahrt aufnehmende zweite Solarrevolution. Wenn in Dresden und Chemnitz noch 2 der wenigen deutschen Solarmodulhersteller überlebten, dann haben sie jetzt auch weiter Zukunft. Ich möchte mich dafür einsetzen,
dass die hier hergestellten Anlagen auch wieder viel mehr bei uns zum Einsatz kommen. Wir werden gegen die Klimakrise aktiv angehen. Dazu gehört der engagierte Zubau bei Sonnen- und Windenergie. Auf jedes neue Dach gehört ganz selbstverständlich eine Solaranlage. Aber auch auf den Bestand. Dazu passt, dass der Solarmaschinenbauer aus Hohenstein gerade die Solarfabrik in Freiberg wiederbelebt. An solche Zeichen der Veränderung können wir anknüpfen. Und genau deshalb wird es uns Bündnisgrünen gelingen, den Aufbruch positiv zu besetzen. Ein weiteres meiner Ziele aber ist auch der Stopp der massiven Flächenversiegelung, des Flächenfraßes, der Natur und Landwirtschaft so viel wertvolles Grün entzieht. Dass es besser geht, das zeigen doch erfolgreich belebte Brachen, wie beispielsweise das tolle Klinkerbauwerk des Wasserbaus in Flöha. Aber wir haben hier in allen Kommunen noch so große Potenziale der Innenentwicklung, die es zu nutzen gilt, und erreichen damit zwei Ziele. Zum einen gelingende Stadt- und Ortsentwicklung und auf der anderen Seite den Schutz der Natur. Wir müssen dazu finanzielle Fehlanreize und Zwänge beseitigen. Und genau das möchte ich auch im Bund ausbewegen für unsere Region. Zudem sollten wir als Grüne Vorbild sein. Wir denken Stadt und Land als Region gemeinsam. Denn nicht im Gegensatz von Stadt und Land, sondern im Miteinander werden wir uns zukunftsfähig aufstellen. Mit Sachkunde und gelingender Kommunikation erreicht man Köpfe und Herzen. Und ich finde Bereitschaft zur Veränderung immer dann, wenn die Notwendigkeit verstanden oder der Wandel als Gewinn erfahrbar wird. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, nach 16 Jahren politischer Stagnation unter der CDU braucht es jetzt Aufbruch und Veränderung, kein Weiter-so. Dabei nehmen wir die Menschen in ihrer Lebenswirklichkeit mit, Wandel mit menschlichem Maß, sozial gerecht, vielfältig, mit echtem Klimaschutz, dann werden wir die Grundfesten der Demokratie wieder stärken. Unsere kleine Reise hat jetzt knapp 7 Minuten gedauert. Der viel größere Teil liegt noch vor uns. Angekommen sind wir nicht. Ich freue mich riesig darauf, gemeinsam mit euch und mit Annalena als Kanzlerkandidatin die Aufgaben anzupacken. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, ja, die Farbe der nächsten Jahre ist grün, verschieden schattiert und vielfältig in den Tönen, aber deutlich grün. Bitte kommen wir zum Schluss.